Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video mit mir. So, heute bin ich das zweite Mal mit dem neuen Expedeus 2 unterwegs. Und ja, beim letzten Mal waren die Funde nicht so dick. Mal schauen, wie es heute wird. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich will mich jetzt erstmal an den Deus 2 gewöhnen, um ja zu sehen, wie er sich gegenüber dem anderen Deus verhält. Aber vorab gesagt, ja, eine super Qualität der Verarbeitung, top laufruhig. Also ich bin sowas wirklich nicht gewohnt. Der läuft extrem ruhig. Ja, an dieser Stelle grüße ich vor allem meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ich grüße all meine Abonnenten, meine Fans, meine Freunde, die immer fleißig meine Videos schauen. Ja, und nach dem Intro geht es dann zu den Einstellungen von mir. Also dann, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr könnt alles mit sehen. Jetzt bin ich in meinem Programm Spezial, was ich mit dem Tiefprogramm, Werksprogramm Tief von dem Expedeus 2 gemacht habe. Wir gehen jetzt also ins Menü, den Disk auf 0. Experteinstellung hier, den Dreiton, dann Sensitiv auf 95, Frequenzweiche momentan auf 6, Eisenlautstärke auf 1, wegen der Übermaskierung, eventuell, wenn Eisen bei Buntmetall liegt, dass ich ein Mischsignal bekomme. Wenn das ganz wegmacht, könnte es sein, dass dadurch das kleine Buntmetall verschluckt wird, die Reaktionszeit auf 2, die Signalverstärkung auf 4. So. Dann haben wir die Ground Balance gemacht, hier über den Pinpointer Button gepumpt. Die steht bei mir jetzt auf 81. Und das sind jetzt meine Einstellungen für den heutigen Suchtag. Ich werde euch gleich beim ersten Signal, was ich habe, dazu holen und dann schauen wir mal, wie heute der Suchertag verläuft. Also dann bis gleich. So, hier habe ich das erste Signal, habe aber schon gegraben. Ich zeige euch das mal angegraben, weil es war erst nicht gerade sehr gut, aber das hat hier auch was mit zu tun, dass hier viel Eisen ist. Also ich hole euch dazu, dass ihr es sehen könnt. Ich glaube, so kann man es sehen. Ein 79er Signal. So, 79er Signal. Ihr seid mit dabei. Wir graben es aus. Und dann schauen wir mal, was es ist. So. Und da ist es schon. Ich sehe es. Das ist diesmal eine Schuhschnalle. Erstes Signal. Schuhschnalle. So. Hier haben wir sie. Ist auch noch relativ schön. Die Patina scheint auch noch in Ordnung zu sein. Ja. Eine Schuhschnalle. Okay. Dann hole ich euch beim nächsten Signal wieder dazu. Also dann bis gleich. So, hier haben wir ein weiteres Signal, ein 90er. Jetzt wollen wir mal gucken, ist auch nicht sehr tief, könnte erfahrungsmäßig wieder, sag mal, ein Splitter sein, aber das sehen wir jetzt.
So, draußen ist es. Ist auch nicht sehr tief gewesen. Ach. Und statt ein Splitter, das ist ein Nagel. Oh, das müsste noch was dabei liegen. Auf jeden Fall, hier seht ihr, das ist ein Eisennagel. Aber ich kontrolliere das Ganze jetzt nochmal nach. Könnte auch was anderes noch dabei sein. Nein, es war nur der Eisennagel. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier sind wir wieder bei einem weiteren Signal. Und das bewegt sich zwischen 76 und 78. Ich hoffe, dass er die Signale auch alle gut mitbekommt. Nochmal hier. Und es ist auch tiefer. Jetzt werden wir mal gucken. Hoffentlich ist das hier nicht alles voller Steine und Wurzeln. Machen wir direkt neben dem Baum stehen. Gar nicht mal so tief lag. Nein, hier in der Ecke ist es noch. Glaube ich. So. Okay, so schau mal nach. So, da seid ihr wieder mit im Bild. Ist auf jeden Fall besser, als wenn ich das Teil mir umschnalle. Ich glaube, hier ist es schon. Eine kleine Patronenhülse. Ja, kleine Patronenhülse. Okay, ich hole euch wieder beim nächsten Signal dazu. So, hier haben wir das. Nächste Signal 71, 70, 71. Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal da angraben und dann sehen wir weiter. So. So, das ist in einem Haufen hier direkt drin. Ihr seid mit dabei, ich grabe. Es scheint ein Stück Blei zu sein. Ja, es ist ein Stück Blei. Okay. Dann bis auf ein neues. Bis nachher. So, hier haben wir das nächste Signal. Ein 93er. 92, 93. Und hier sieht man, wie schön stabil die Anzeige bleibt. Wollen wir mal gucken, was es ist.
So, das ist draußen. Müsste mit in dem Haufen hier sein. So, Pinpointer an. Ach, ich sehe es, glaube ich. Ach, ja, hier. Ein Sesterz oder ein großes Ass. Auf jeden Fall eine Römermünze. Ja, kann man es fokussieren. So. Da ist er. Okay. Jetzt kann es so weitergehen. Bis zum nächsten Fund. Ja, melde mich jetzt von zu Hause wieder. Ja, leider war mein Akku wieder leer. Und die anderen zwei Akkus, die hatte ich zu Hause liegen lassen. Handy hatte ich im Auto gehabt, war zu weit, um das Handy aus dem Auto zu holen, um das Video fortzusetzen. Ja, wird leider diesmal ein ziemlich sehr kurzes Video. Aber ich habe ja drei Funde gemacht, die ich euch jetzt hier mal ganz kurz zeigen werde. Im ungereinigten Zustand und dann nachher für euch ja nur eine kurze Zeit im gereinigten Zustand am Ende des Videos. Tut mir leider leid, Leute, ich muss mir wirklich neue Akkus holen. Ich habe mit dem Carsten gesprochen, die ganzen Zubehör-Akkus für die Osmo Action sind, ja, salopp gesagt, bescheiden. Ich werde mir wohl einen Satz, zwei, drei Stück Originale bestellen, dass ich dann auch immer Reserve habe. Aber verzeiht es mir. Ich werde euch jetzt erstmal zu den Funden, die Schrottfunde, die habe ich leider schon an der Mülltonne bei mir entsorgt. Da habe ich auch ja nicht mehr nachgedacht, weil ich schon so wütend war, dass das Video ja so abrupt geendet ist. Aber wie gesagt, seht ihr mir nach, beim nächsten Mal wird es besser. Okay, so. Jetzt werde ich erstmal umschwenken, erstmal das Video hier wieder stoppen, weil mit dem Handy kann ich einfach nicht so umschwenken. Also bis gleich. Da bin ich wieder. Das war ja mein erstes Fundobjekt, was vernünftig war. Das ist eine Schuhschnalle. Für eine Hutschnalle ist die zu klein. Also es wird eine Schuhschnalle sein und keine Hutschnalle. Dann haben wir hier den Sesterzen. Ich glaube, da kann ich auch schon durch den Dreck, der anhaftend ist, einen Kopf erkennen. Es könnte aber auch sein, dass das nur eine Wunschvorstellung von mir ist. Ich hoffe, dass ich da noch was rausholen kann. Ja, dann die letzte Münze. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Video mit drauf habe. Ich weiß es ja nicht. Ist ein, ja, ich sag mal, entweder ein Großfolie oder ein Teil von Maß. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, Leute. Leider, ja, ich drehe mal wieder um. Leider konnte ich nichts dran machen. Seht es mir nah. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die Funde sauber und hänge die hinterher im Video an. Also, dann bis gleich.